So. Muss ich zuerst auswählen, oder? Warte. Ja, du, das Keine erste Mal. Ahnung, ist das nicht das erste Rennen in dieser Season? Ja. Ja, dann wer es am schnellsten kriegt. 3, 2, 1, go! Wie er langsam gewählt hatte, um so Was? fortzukommen. Wie er das absichtlich getan hat. No way. Steckt man wieder. Aber eigentlich auch irgendwie so offensichtlich. Doch ganz normal runtergezählt, ne? Was? Ja, wir haben gerade 3, 2, also. Habe ich jetzt diese Wand da berührt? Ja, Na sah egal. zumindest so aus. Ich hab sie auch, ich frag mich nur warum. War tatsächlich nicht nur absichtlich, aber naja, egal. Kann ich da auch nicht ändern. Du kannst nicht daran erinnern, daran was ändern, dass ich gegen eine Wand war. Das Nee, ist richtig. da kann ich auch nicht dran erinnern, aber ich kann was da, ich kann den Wuschbus mitnehmen. Ach ja, das ist wieder der Wuschbus. Ja. Der Wuschbus. Im Ja, Red Rock Ridge. ja, genau, und hier macht er ja keinen Wusch, also muss ich das immer machen, denkst du. Oh nein. Was war das denn? Ach du Scheiße. Ja, wenn man nur einmal an die Bande kommt hier, das ist ja nicht anders als in Asterix. Ja. Auf bestimmten Strecken. Genau, an manchen Stellen ist es okayisch und bei manchen Stellen drehst du dich einfach. Je nachdem, was halt gerade für Last auf dem Auto hast. Yikes! Wie weit muss ich berühren? Was war das denn, ey? Da oben hat's gekracht. Ja. Wie ich wirklich der Ein hübscher Einzige bin, der Überschlag. da nicht lang fährt, weil er nicht weiß, wie, ey. Nö, Dieben ist auch unten lang. Ja, mit dem langsamen Auto fahre ich da nicht oben. Ah, dass ich original einen Überschlag hingelegt habe, war jetzt echt nervig. Kann man denn einen Fake-Überschlag machen? Das, ja. Ja, es war schon meine Schuld, so gesehen, ich kann nicht mal jammern. Ich meine, ich Ich kann gebe schon jammern. Vollgas und er zieht an mir vorbei, ey. Jupp. Die Automatikschaltung spielt ja einen Streich, Baby. Ich bin im fünften Gang laut Ja, Automatik. dann lass das beim vierten, das reicht dir völlig aus. Ja, dann sagt das der Automatik. Nee. Doch. Sagt das der Manuellschaltung. Welche, die ich nicht hab? Ich habe meiner Manuellschaltung gesagt, also der vierte Achtung, reicht dir Wusch. völlig aus. Oh, er ist wieder durch den Ja, Wuschbusch. und der vierte wird ja nur angekratzt, den braucht man ja nur gerade so eben. Ah, da ist der Wuschbus. Ja, den musst du fahren, ideal, ja. Ja, und laut Hat Dennis den Wusch gesehen. sagen. Ja, ich kann, ich, also am ideal wäre natürlich, wenn da jetzt der NFS4-Sound kommen würde von dem Dann bau ihn Bus. doch ein, bearbeite das Video und Ja, im Ah, Video, im ich will es Video während wird's gehen, ja. im Video wird es gehen, aber ich will es während der Front haben. Ja, gut, aber bring's doch wenigstens zu deinen Zuschauern. Was ist denn mit dir? Du könntest die auf den Das Knopf legen. Ja, zum Show. Und dann im richtigen Moment abspielen. Mit welchem Programm? Es gibt genügend Hotkey-Programme, die Hab dann Cyberlink. irgendwas, ja, irgendeine Echse abspielen können. Ja, jetzt muss ich Gas wecken bei der Kurve, weil ich den Weg Bestes, so nimm das dermaßen Beste, du, scheiße gefahren warte, bin. wir nehmen das perfekte Beispiel, du nutzt Team, ja gut, das ist, dann haben wir es alle, wenn das bei Teamspeak machst, weil es gibt Ja, Ja, das wäre ist doch doch super. ideal, Tanner. Dann wissen wir Ja, genau, wann er ja, beim ja. Wuschbusch ist. Ah, ne, ist nicht ideal, ihr seid ja an Weil anderen da, Stellen und ich habe die weil gleiche es, Stelle, wo ich bin. gibt ja dieses Programm RP Soundboard. Und darüber, das all, wenn du was Teamspeak willst. Let's Wenn du es jetzt go, über andere willst, ja, musst du mal googeln. Eigentlich gar keine Stelle. Also gibt da so ein Programm, da kannst du mit Hotkey Sound abspielen, oder wie? Jetzt RP Soundboard nicht! Aber da muss ich aber trotzdem noch an den Sound von dem Ja, 4 rankommen. Da wirst du ja wohl irgendwie ran können. Ja, weiß ich nicht, wenn es ein komisches BMK-Format ist, also Nummer zu hoch für mich, aber Pietz kriegt das vielleicht dann. Wenn Audacity es Ja. öffnen kann. Kommt drauf an. Es gibt welche, die man öffnen kann und welche nicht.
Ich hoffe, dass du den Wuschbusch öffnen kannst, und dann gibst du mir die Audio und dann sagst du mir, welches Programm dieses Hotdienst da macht und dann ist alles gut. Das wird schwierig. Ja. Obwohl, müsste ich nicht auf meine Tastatur oder sowas binden können? Ja, die G5 hat auch solche Funktionen, glaube ich. Es gibt Programme, die sowas halt können, darum geht's nicht. Wenn ich mein Stream Deck nutzen könnte, könnte ich es darüber machen, aber HP2 mag es ja nicht. Ja, aber es muss bei mir natürlich über einen Lenkradknopf funktionieren. Ja. Aber es kann ja dann ein Tastatur. Genau, das Lenkrad kann Tastaturbefehl auslesen, lösen. Ich brauche nur dieses entsprechende Programm dann dafür. Das muss ich echt haben, den Deck muss ich nicht geben. Der Sound fehlt halt. Was soll ich denn machen? Die Runde war schrecklich gefahren. Nebenbei wird der Rennsack super werden, ich habe gerade Magenschmerzen. Oh, ja, bei dem Auto verstehe ich das. Sag mal. Hey, wo ist meine Hupe? Pete? Ach, da unten war die. Warum? Ich bin dritter. Ich weiß, warum? Boah, in der letzten Sekunde. Oh, knapp bei euch. Deswegen, ja. Das habe ich selber jetzt nicht vorgesehen. Oha, ja, das war. Sogar 4 km/h schneller. Ja. Und nächster Rennen, denke ich mal, ne? Ja, genau. Weil mal alles durch ist, schaltet er um. Ja, wir machen was jetzt. wieder runterzählen? Oh, das kann ja jemand anders jetzt runterzählen, dass nicht ich die Schuld kriege. Ja, das hat jemand aber auch angesetzt. 2, 1, okay, dann ich zähle runter. 100. 99. Oh, Mann, oh, ich glaube, der ist bei 0, oder? Denkst du, what the fuck, Alter? Das ist Stevie, Alter, ey. Ich glaube, der war bei 0, oder nicht? Ja, ja. Gleich mal korrigieren, diese Aufstellung. Das ändert sich doch sowieso, also halt ein Schnabel doch. Sag ich ja, gleich mal korrigieren, die Aufstellung. Aber endlich kann ich die geilen Skins sehen. Siehste, da fängst du schon, die Wand berührt. Ja, aber das Auto ist ja auch, naja, ne? Wow. Der macht die Wände halt auch. Ja, ist okay, ja, ist okay. Oh, rotes Auto verschwindet, du nimmst top auf. Ja. Farbwechsel. Ja, aber echt so. Richtige Ampel hier. Ja, und wer ist grau? Dennis? Oh nein, die grauen Panther fahren mit. Wer ist denn grau? Dennis, lass Tomete nicht wissen, was du für eine Karre fährst, ja? Das ist eigentlich seins. Aha, also kann nix. Yes. Das ist mit dem Eddie und so drauf. Richtig, ist der gelbe. Oh shit, der Gang war ausgereizt. Ich bin ja aber auch an der Stelle. Oh fuck. Nicht die Wand! Oh. Warum? Was soll das denn jetzt, Magen? Der Fick ist von diesen Autos, die wir gerade im Moment fahren müssen, hat mir Magen verschwunden. Das kann ich ja nicht ändern. Oh, du tanzt dich gerade gut. Yep. In der grünen Wiese findet mich niemand. Boah, das fahr doch nicht so eierig Auto, damit das noch nicht so ganz nervös. Hey, Karre, wach! Okay. Ja, ich musste mich resetten, die Karre wollte unbedingt wegdrehen. Ich möchte alles, ne? Also von jedem etwas möchte sie. Vor allem im Wendesleiden. Richtig. Also mit dem Schlauchboot auf Meer fährst du, ist doch stabiler als mit dem. Hm,
Warum immer du das jetzt hernimmst. Da stellt dir jetzt ein Schlauchboot vor, so ein richtig schönes Meer, wo gerade richtig die Wellen schlagen. Das ist stabiler als dieses Auto. Also meine Erfahrungen mit Schlauchbooten auf dem Ozean sind limitiert. Ja, ich dachte, du wirst da weniger Ärger mit haben, als mit das, was du hier gerade verstanden hast. Oh mein Gott, ey. Du setzt dich schon wieder ab, das schmeckt mir gar nicht. Ja, ich habe über 10 Sekunden aufzuholen, oder? Neue Saison, oder ne? Ja, aber ich habe 10 Sekunden im ersten Rennen verloren. Ja, das macht ja nichts. Das stört mich jetzt. Na gut, dann warte ich noch ein bisschen auf dich. Will ja nicht zu viel aufholen. Oh mein Gott. Oh Gott. Das Auto macht mich wahnsinnig. Weckt mich nicht ab, Message. Welche Message? Da von dem Schuh oben links. Da guckt da nicht hin. Ich bleibe an meinem Augenfokus. Gleiche Position. Ich war zuerst da, Packfax woanders. Geht nicht, ich kann im fünften nicht anfahren. Du hast gewonnen! Oha. Toughes Ding. Das ist aber rundzeitmäßig deutlich schneller als ich. Holy shit. Es gab nur zwei. Der zweite war noch ein dicker Fehler drin, wo du wieder rangekommen bist. Also dicker Fehler, also wo du wieder rangekommen bist zumindest. Haben wir die zweimal die Strecke? Weiß ich nicht, kannst du mal nachgucken. Nee, Scenic vorwärts ist das nächste. Ja, das steht doch schon wieder als Soundkopie, also ist da doch was broke. Hä? The fuck? Eigentlich. Moment, fix dich. Aber warum? Oh, bitte, lass mich doch mal. Danke. Manchmal so eine Sache, wieder zurück in Windows zu kommen. So, was ist denn hier das Problem? Warum fahren wir das nicht doppelt? Also eine Möglichkeit, mit der man zuverlässig wieder zu Windows kommt, ist Neubooten. Doch gar keinen Grund dafür. Schauen wir uns das hier halt weiterhin noch an. Aber wenn die Wellen am Meer sich bewegen würden, wäre es cooler. Wieso? Damals waren die doch so. Ja, gar keine Schlauchboote hier auf dem Wasser. Ja, weil es ja auch keine Wellen da sind. Ja. Passt jetzt, sagst du? Noch nicht. Nee, Vollwind ist suboptimal. Ich hab zweimal Aufnahme rechts 1 gemacht. Immer noch Vollwind. So, jetzt werden wir einmal nochmal wechseln und dann mache ich jetzt
So, und dann hoffe ich, dass es auf 1 bleibt. Nope, Mediterranean. Ja, ja. Achso, okay, okay, du hast nur die Settings, dass er nur einmal statt zweimal jede Strecke machen soll. So, jetzt mache ich Start. Ist das irgendwie so ein Server-Tool oder was? Ja, ist ja. Das? Von Speedfire. So, jetzt stimmt's, Skyfire, ne? Skyfire. Ah, okay. Ja, 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 ja. Scenic, vorwärts, TS50, gut. So. Ja, wer zählt runter? 3, 2, 1, los! Ich will gerade die Lücke zerschmettern. Zerschmetterer, du. Und das im Stand. Ich mach das immer erst bei der Fahrt. Mit Ach der so? Windschutzscheibe und den Lampen und sowas. Ich weiß aber jetzt nicht, ob die Mücke runtergefallen ist oder von meiner Hand klebt. Naja, mehr Details. Wenn sie noch an der Hand geklebt hat, klebt sie jetzt wahrscheinlich am Lenkrad. Ausgezeichnet. Das ist cool, ne? Ist auch schöne Atmosphäre beim Autofahren. Die bekommt richtig was geboten, die Mücke. Nicht einfach nur Ermordung, sondern auch noch hier im Rennen mitfahren dürfen. Ja. Auto, Auto, bitte, bitte, bitte. Sei artig. Ich finde den Sprung immer so nice. Ja, vor allem über die weiche Auflandung. Wir haben ja auch wieder Chaisen heute zu fahren, das ist ja... Ein Klasse 1 Auto kommt. Nicht mal der LM, nur der F1. Ja, super. Also nur Katastrophen. Ja, toll auch. Wird, wie gesagt, Palm City Island 7 und Z8. Das war, glaube ich, das Auto, wenn man in den 5. schaltet, dann denkt man, der Motor ist abgestorben, oder? Im 5. ja. Ich glaube, der Wagen war das. Ja, am 5. geht bei dem echt nicht mehr viel. Bist du im 4.? Mehr als beim 5. Ich bin im 5. geblieben. Das war vielleicht nicht so richtig clever. Sollte man sich bei dem Auto 3-0 über den Wochenende brauchen, ja. Dennis hat gar nicht wusch gesagt. Nee. Boah, disqualifiziert. Bei dem kaputten Busch, vielleicht Busch ist da auch gar nicht mehr, den wir ja hier in unserem Zirn haben. Ist ja schon irgendwie verwelkt bei uns. Und diese Kurve mit dem Auto, geht das? Ich sag nein. Prinzipiell ja, aber bin leider innen gegen gekommen. Oh, ich krieg Angst mit dem Auto. Das ist nicht gesund. Das Leib kann das durchgehalten haben. Ist gut gebaut. Jupp. Yep. Stahlbeton verstärkt. Atombombensichere Leitplanken. Da ist zwei Musik. Aber die Holzsäulen sind ja auch atombombensicher, so gesehen. Oh, du hast die totale Scheiße auf deinem Auto. Ja, die ist ja auch totale Scheiße. Habe ich ja richtig bewogen hier. Glückwunsch, du hast das Rennen gewonnen. Boah, Alter, wie viel schneller du warst. Das ist ja unglaublich. Ja, der 5. bringt was. Aber ich war viel zu lange im 5. Ja, ich habe den auch benutzt gehabt, aber wahrscheinlich an der einen Stelle war es wahrscheinlich falsch. Korrekt, das Rennen, ja, ne? Tropical, ja. Rückwärts, Speedster, sieht gut aus, ja. Okay. 3, 2, 1, los! War die runter Countdown Performance jetzt Stevie-konform? Das 4. Rennen.
von diesen vier Rennfahren. Vier Autos scheiße. Freudig, wir fahren noch zweimal die Kopfkarre. Oh. Da denkst du, es kann nicht, nicht noch schlimmer kommen, ne? Aber zweimal auch noch. Boah, so viele Rennen. Also ich. Ich muss so fahren. Das wäre sonst schief gegangen. Also noch Generator mag uns echt nicht. Du hast auch irgendwie den Renntag, die Renntagsdauer für diesen Renntag auch verlängert, ne? 2 Stunden, ey, holy moly. Das kommt, naja, in dem Generator ist es halt so, mindestens 1,5 Stunden, aber dann war das letzte Rennen halt vom Random so gedreht, dass es eben halt, ja, die Verschreitung. Mindestens 1,5, maximal unendlich. Richtig. Oh Gott. Maximal gibt's nicht. Aber du siehst ja, wie er durch die ganzen Sprintstrecken aufbringen musste, um die 1,5 Stunden zu übersteigen. Dass natürlich dann der Random eine 7-Runden-Strecke gewählt hat. 7 Runden Palm City. Das ist dann natürlich Bad Luck, ne? Mit dem langsamen Auto. Ja. Oh, knapp unter 1,5 Stunden. Lass nochmal richtig scheppern. Ja, genau. Aber das kann nicht sein, dass es nur ein Rennen ist, was so lang ist. Ich bin mal gespannt, ob das letzte Rennen dann wirklich eine halbe Stunde dauert oder. Schauen wir mal. Ja, maximal. Aber das ist ja nicht das langsamste Auto, also das geht noch langsamer. Elis. Uff, oder das Bullenauto ist vielleicht noch langsamer, keine Ahnung. Und Cash ist ja schon wieder vorbei. Mann, obwohl wir das Ding fahren. Das ist bei dieser Mensch, der schon. Du warst doch mit Urlaub, wie kannst du jetzt noch so trainiert sein hier? Oh, ich war gestern fast unbesiegbar. Ich weiß auch nicht wieso. Ich musste mich mal irgendwie setten, weil ich Bock hatte. Du darfst keinen Urlaub mehr machen, Cash. Das geht nicht gut. Prinzipiell müsste ich jetzt immer 3 Wochen Urlaub zwischen den HP2-Tagen machen. Müsste genau scheinst passen, du, ne? Scheint so, dann scheinst du auf einmal abzugehen wie sonst sowas. Na gut, wenn du halt eben 3 Wochen HP2 Entzug hast. Genau, no, Kirche macht nur noch bei HP2 mit. Aber wenigstens bin ich noch so dicht dran, dass ich sehe, dass dein Auspuff schief sitzt. Was macht der? Der sitzt schief. Oh. Du bist wahrscheinlich dagegen gefahren. Bin zu spät in den vierten geschaltet. Ja, nicht zu früh, glaube ich. Ah, Auto, bitte. Ja, das war auch scheiße. Das war gut, fand ich gut. Ja, ja. Für die Show. Was? Warum? Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Du warst vorne, das war der Fehler. Eigentlich bist du es jetzt immer noch. Aber ja, nur knapp. Aber du bist dann wirklich da rangekommen bei der Kurve, wo ich das nicht ganz verstanden habe. Wieso? Weil ich den da so falsch gemacht habe. Gott verdammt nochmal. Hast du Gas gegeben? Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist das Allerschlimmste hier im Spiel. Alter, wo kam denn dieser Pfosten her? Weil er komplett nicht gesehen, weil da so ein Demon vor mir rumgetackert ist. So ein Vollpfosten, ja. Echt? Mann, ey. Ich bin hier im Schluss nicht. Das kann sich locker ändern bei meinem Fahrskill. Ja, ich hole ein bisschen auf, aber. Es ist zu konservativ darauf. Hm.
mir schon den besten mit dem Wagen fahren. Ach, das Ding. Du kommst halt irgendwie immer näher, ey. Millisekunde alle. 10 Sekunden. Millisekunden. Oh, scheiße, was gibt's nicht? Die fallen mit dem da jetzt so weg. Du mach ich, du willst das doch nichts mit dem Überschlag. Wieso? Du stehst da ganz friedlich. Ja, aber irgendwie hat die Palme mich nicht. Ja. Dir passiert auf einmal. Das mit der Konzentration funktioniert. Du warst so nah dran und auf einmal warst du weg. Der war so nah dran. Das ging mir bei Demon auch so. Und dann kommt da irgend so ein blöder Pfosten und Demon verdeckt ihn geschickt. Ach, Glückwunsch, Mann. Du bist Zweiter. Das war ärgerlich jetzt. Immerhin schneller als du, Sie. Bitte? Immerhin schneller als du. Ein guter Deal. What? Nein, ach so, Topspeed meinst du? Topspeed, ja. Ja. Oh Gott, der nächste Albtraum. Mustang Cobra R. Alle geladen? Ja. 3, 2, 1, go, go! Go, go! Ja, der Vorteil vom letzten ist, dass du mehr Windschatten hast. Schön wär's. Schön wär's, wenn das Spiel das könnte. Wär echt nützlich. Das ist die letzte Runde.
da, wie schnell fährst du mit dem Ding? Das war irgendwie auch immer. Yo! Oh. Das setzt sich ja richtig ab, sehr schnell. Was ist denn das? Ja, der ist nicht der einzige hier. Die setzt sich auch ab, oder was? Hey, Dennis. Ah, du bist dahinter diesmal. Ja, ich bin das Dritte. Boah. No chance. Hm. Aber mit Automatik läuft es gerade irgendwie besser als mit manuell. Okay. Hm. Okay, aber das ist wahrscheinlich dann eine Anzahl Crashes Frage. Das kann ja. Nicht eine potenziell beste Rundenzeit Frage. Wobei der jetzt so lange gängelt, der Wagen wahrscheinlich funktioniert die Automatik bei dem sogar auch. Ja, die Automatik hier funktioniert echt gut in dem Spiel, glaube ich. Kommt das Auto an. Na, aber bei ganz wenigen funktioniert sie gut. Sie schaltet eigentlich konsequent zu früh. Jo. Ja. Und manchmal schaltet sie echt klug runter, so wenn man will, andere Essen heißt jetzt. Aber ein Vorteil hat die Automatikschaltung hier und das ist, dass es kein Schaltdelay bei Automatik gibt. Ja. Und wenn du halt manuell schaltest, gibt es halt den, immer den Schaltvorgang Delay. Und auch den damit verbundenen Geschwindigkeitsverlust. Aber bei Automatik ist eben halt ein fließender Übergang. Ja, deswegen ist auch bei Automatik in HP2 der Start erstmal schneller. Mhm. Weil da ja eben halt fließend die Gänge wechselst. Und wir Manuellfahrer eben halt nicht. Meine Güte, warst du schnell hier. Aber das ist eh deine Strecke. Ah, vorwärts. Na, warum nicht? Rückwärts mag ich so gerne. Nicht, dass ich gut bin, aber ich mag sie. Der Sieg gehört dir. Jungs, ich mach mal, aber jetzt mach ich mal kurz den Zometer. Alter, vom Knirschen her, ja. 2,31, Alter, ey. Wartet ihr da mal eben kurz, bitte? Ihr wisst schon. Ach so, das, okay, ja. Ach, jetzt wechselt er die Rennen immer, okay. Come on. Die unter Steuergurke halt, ne? Haben wir jetzt einen F1? Ja, den schlechten. Ah. Ja, der Lemon steuert aber auch, nur der jetzt vielleicht noch ein bisschen schlimmer. Ja, der viel schlimmer, Alter. Das Ding untersteuert, Pete. Sag das nicht, ich meine, danach kommt der Crown Victoria. Ja, gut. Ja, ich merke irgendwie keine so großen Unterschiede. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel den Cobra R nehme, den Mustang SVT und diesen Ford, den wir vorhin gefahren sind. Naja, wir sind halt von Kreppe auf Kreppe weitergefahren, ne? Also. Ja. Das setzt sich jetzt fort. Aber du bist jetzt ein bisschen schneller unterwegs. Das ist der einzige Unterschied. Weil ich eigentlich glaube, dass der F1 mich gar nicht so schlecht lenkt. Ich finde den auch nicht schlecht. Man muss halt eben, ja, wenn man mit Untersteuern klarkommt, ist es okay. Wenn man das hasst, naja, dann ist es halt scheiße. Die Nicht-LM-Variante, naja, die untersteuert schon hart. Ja, der normal. Die LM-Variante ist auch nicht, vielleicht ein bisschen weniger, ne? Aber tendenziell auf jeden Fall. Und der CLK und der 50 sind halt eher so Übersteuerer. Ja. Aber im LM geht's ja gerade noch, aber bei dem hier, oh. Apropos, mir ist vorhin aufgefallen, als ich die KINI gemacht habe für den Veneno, der hat ja einen
Burning Circle Radius von 12,5 Meter wohl. Dann habe ich das halt einfach eingetragen in die KI und das Ding hat überhaupt nicht gelenkt. Und dann habe ich wieder die vom Murcielago genommen und so, fährt da ziemlich gut. Und was ist eine normale, was hat der Murcielago? Ja, der hat im Spiel halt 5 Meter, aber das ist niemals in der Realität. Das heißt, die muss man immer irgendwie halbieren, dritteln oder irgendwie sowas. Zum Beispiel, ja. Du kannst natürlich auch an den Reifen einiges machen. Ja, da habe ich nichts gemacht, da kenne ich mich nicht aus. Naja, das steht alles, in der Referenzlinie, dann kennst du dich damit aus. In der Referenztextdatei von Meteor, die habe ich dir ja gegeben hatte. Ja, da steht das ja alles, was da steht. Wollen jeder. Wir irgendwann mal? 3, 2, 1, Untersteuerung. Untersteuerung. Ja, die geht jetzt los, passt auf. Das war ein Kickstart bei mir, holy shit, das ist die jetzt schon geholt. War ja richtig gute Umdrehung getroffen, wie es aussieht. Oh, Pete, das sah nicht gesund aus. Nee. Kann ich knicken. Wow. Das ja. Auf der Strecke ist er sogar fahrbar. Bisher zumindest. Ich dachte jetzt gleich so, Scheiße. Ja, ich glaube auch. Aber mal gucken. Alter, ja komm, habe ich jetzt das mit den 10 Milliarden Wänden? Können wir wieder weiterfahren? Danke. Brennst du eigentlich, oder? Ab und zu. Also in Hadern auf jeden Fall, ja. 90 Grad Kurven. Die fahren so Vollgas, weißt du? Blockade hier. Ja, hier wollte ich jetzt nicht durch. Naja, gut. Du hast den Zaun nicht mitgenommen, Kirsche. Disqualifiziert. Nee, das macht ja immer nur Demon. Ich mag den Zaun. Du magst den, aber der ist wahrscheinlich schon ziemlich kaputt durch mich. Nee, ist auch so ein verstärkter Stahlbeton-Atombombensicherer Zaun. Na gut. Der soll wahrscheinlich die Bäume schützen. Yay, eine halbe Sekunde aufgeholt. Fast. Ah, hi. Geht das so schon wieder los mit Kirsche? Ich glaube, was denn? Du bist immer noch fett vorne. Wenn ich in jedem Rennen nur eine halbe Sekunde aufhole, wird das nix. Oh, das ist immer noch deine Lachgummis, Dennis. Lecker. Ich möchte den da bitte fahren. Oh, ich glaube jetzt schon gedrückt. Auf der Strecke hätte ich den CLK gerne gefahren, ja. Nö, ich hätte auch einen LM genommen. Echt? Also Sprintrennen haben wir heute aber viele. Deswegen sind so viele Strecken, genau. Wie viel Sprint willst du? Am besten einfach... Jede einzelne, wie es aussieht. Der ist schon krass so. Oh nein, die Karre ja. Okay. Wow, ich hatte Einen Jump.
Oh, gut! Pete ist als einziger durchgekommen! Nicht schlecht! Das war wie so ein Pop von so einem Skateboard, Alter. So ein richtig also, Olli. Ich habe mich mal. Also, interessant, die Karre mag keinen Jump. Ich war bei Cash gelaufen. Ich bin immer noch hinter Pete. So gesehen war noch okayisch, ja. aber auch ein ziemlich schlimmer Sprung durch die Landung war. Ja, ich bin jetzt Letzter. Ich bin Letzter. Oh, Mann, ist geil. Alter, den kann das natürlich mal den Berg hier runterfahren. Was ist denn das? Okay, ich aber, also, wie, aber der Sprung war jetzt nicht sehr gesund für die Karre, ey. Karre ist nicht gesund, ja. Zuerst backt die Front und dann hebt er hinten ab und dann wie beim Skateboard. So geil. Ja, schlimm, das aus dieses Drecksding hier, ey. So, und du sagst, der McLaren F1 untersteuert, ja? Ja, der macht aber nicht nur Untersteuerung, der macht die ganze Zeit. Oh Gott, der macht doch ein. Alles. Oh Gott. Also ich hab den Jump anscheinend echt am schlimmsten getroffen. Den Jump vielleicht nicht, aber die Landung. Naja, ich bin abgehoben wie ein Flugzeug, ey. Da war nicht nur die Landung das Problem. Ja, mit so einem gesunden Slowdown abhängig von der Flugdauer wärst du vielleicht noch gut gelandet. Vielleicht haben sie das deswegen bei High Stakes eingebaut. Damit man besser landet, wenn man abfliegt. Boah, heißt das, es gibt ja keine wirkliche Suspension-Physik, also nein, da wäre gar nichts passiert. Hey, da landet man nicht so schön. Ah, die schlimmsten Landungen sind immer noch diese Nose-Rutscher bei Nice. Ja, wenn man sich 10-mal überschlägt, dann auch. Ja, fangen kann man die nicht, ne? Die gehen eigentlich immer schief. Ja, das könnte ja vielleicht an der Federungseinstellung liegen. Ja, aber ich kann die Federung und Dämpfung der Nase, der Motorhaube nicht einstellen. Glaub mal, auf sehr weich ist das noch viel, viel schlimmer. Auf sehr weich ist das viel, viel schlimmer. Hier wird sehr hart zwischen richtig. Ah, wo ist der fünfte Gang? Den gibt's nicht. Ich würde das Auto doch auch nicht aushalten, seid doch mal realistisch. Das ist ja mal geil. Ein Ford Crown Victoria mit so einem richtig fetten V12. Frag mich, wie das sich verhält. Alter, ich lenke ein und er rutscht genau Richtung Wand. Du schreibst sofort. Ja, aber den muss man echt viel bremsen, ja. Schaukelstühlen von der Autos wäre das nicht gegen Kerze. Schaukelstühlen? Ja, das schreibt's gar nicht so schlecht. Bergauf ist aber echt nicht seine Stärke. Hat das Auto denn eine Stärke? Also parken kann es gut. Und Tickets verteilen. Ja.
Obwohl, ja, wirklich, für Straßensperren kann man den, glaube ich, gut nehmen bei dem Gewicht. Oh, kriegt die Kurve doch bitte. Wie viel Gas soll ich denn nur noch wegnehmen, damit du die bekommst? Oh, mit dem Sprung könnte dein Vorsprung wieder weg sein. Ja, wird er auch. Ah ja, dass man mit dem Ding noch nicht mal mit 217 über den Sprung rüberfahren kann, ohne dass man eine Mondlandung macht, das war mir nicht bekannt. Glückwunsch, du hast das Rennen gewonnen! War das auch. Ja, das waren ja auch quasi 9,5 Sekunden. Damit ist er definitiv weg. Porsche! Na, den fahr ich eigentlich ganz gerne. Turbo. 3, 2, 1, go. Ja, so fühlt sich ein Auto an, das gut ist, tut. Oh ja, was würde ich geben für einen 911er Turbo, ey. Für einen 993er, ey. Weil der Ferrari 360 sogar noch besser lenkt. Ich finde es auch so lustig für Most Wanted 2005 gibt es ja auch das erste Mod-Auto, was es gab, war ein Ferrari, der richtig bequem war. Der lenkt gefühlt genauso wie der hier. Der schon richtig gut. Der ist aber auch echt unartig heute, der erste, ja. Nur zwischendurch mal gucken, wie sie vorne aussieht. Ich hab mein Lila mit Porsche. Der in meinen Augen immer noch lila ist. Na, blau. Wie gesagt, ja, alles ist blau, ist aber. Sogar EA. Ja, wenn EA sagt, dann muss es ja stimmen. diese Ironie klingt aber schon sehr hervor. Ja, die anderen Einstellungen zu den Autos von EA stimmen ja auch alle perfekt, so wie Wendekreise, was wir noch so hatten. Ja, und die Redlines. Ja, und die Redlines, die alle um die 1000 erhöht sind, mindestens. Oh Gott, was war das denn? Alter, das war ein Porsche, der es noch überholt hat. Ja, das war irgendwie zu viel runtergeschaltet. Ich dachte, ich habe den Knopf nicht erwischt und habe ihn nochmal gedrückt, aber ich hatte ihn erwischt und dann, ja. Mm-hmm.
Pauli verliere ich gerade so ein Kopf an Kopf drin. Jo. Aber diese Ecke hier mag ich nicht und da holt es auch die erste dann nochmal auf. Und eine Stelle, die Kirsche besser riecht. Fahrt ihr eigentlich hier durch die Bäume an dieser. Diesen U-Turn, oder wie man es nimmt? Oder fahrt ihr nicht? Ich weiß gerade nicht, wo du meinst. Vor dem großen Sprung, aber ist egal. Vor dem großen Sprung, da geht's doch bergauf. Was für ja, Bäume? Da ist dann. Ja, ja, egal. Meinst du die Abkürzung, die am Wasser lang geht, oder meinst du. Eine Stelle, nee, wo keine Abkürzung ist. So eine Linkskurve, so eine. Weiß nicht. Du bist Erster! So ein U-Turn mehr oder weniger. Ein großer. Wo man so durch Felsen und Bäume durchfahren kann. Ich hab die Top-Speed aber erreicht, ne? Oh, ich weiß schon gerade nicht mehr, welche Strecke das war. Ich meine, es steht da, aber. Sag's früher, dann weiß ich noch, wo wir waren, dann. Ja, ja. Oh! Ich weiß nicht, ob ich da durchfahren würde oder nicht. Schon wieder dieses Drecksding. Ui, Vieh. 3, 2, 1, go. Oh, Peter. Peter hat diesmal gewonnen. Oh, mehrere Runden. Krass. Das gibt es also auch, krass. Hat echt Seltenheitswert heute. Naja, oh, bis auf die letzte Strecke. Schau ich ja jetzt schon. Alter, was hat der für ein Alter, dieser Jump. Moment, der hängt beim Bergaufteil schon im Begrenzer, ja? Jo. Und dann ja, und nach dem Sprung nur. Und einlenken, was ist das? Oh Mann. Ja, bisher ging alles voll raus. Ja, wenigstens ist ja hier nicht so viel Lenken. Naja, ich hab schon die Wand berührt und dabei hab ich eingelenkt. Und Karl sagte, nein. Ging eigentlich alles voll. Oh Gott. Ja, jetzt ist es mit dem Auto, das ist wohl wahr. Also eigentlich geht es hier nur darum, wer ist früher im Begrenzer. Ja, alle. Der kommt besser um die Kurve hier. Das war ein hoher Sprung. Oh, und ich hatte einen sehr schrägen Sprung. Ja, das ist nicht so gut. Wie man sieht, jetzt bin ich bei Pete, nicht mehr bei Demon. Pete, geh weg, weg. Ich muss dich irritieren. Also, solange du hinter mir bist, kannst du gerne versuchen, mich zu irritieren, aber bitte nicht vor mir. Ja, deswegen war ich gerade irritiert. Ja, das sehe ich noch nicht. Danke, das bin ich auf Catches. Was ist das eigentlich für Musik? Ist das Doom? Ja.
Okay. Oh Mann, ich würde hier so gern hochschalten. Oh, 230 hatte ich eben drauf. Boah, schon oh wieder Gott. So ein Scheißsprung, ey. Ich, Oh Gott, jetzt liegt mir der Teil da nicht. Er dreht sich auf einmal nach links oder rechts. Was wohl? Letzte Runde. Och, der Berg, der macht mir jetzt mal Angst, aber nicht der große, sondern der durch den Wald. Auch nicht ohne. Weil mir da jetzt noch nichts passiert ist. Der große ist echt chillig, aber der durch den Wald, Alter, der ist echt gefährlich. Ich bin beim Großen echt nur bei der ersten Runde, bei der Startrunde, sauber gelandet. Aber jetzt bei jeder anderen Runde bin ich irgendwie schräg aufgekommen und hab Geschwindigkeit beim Landen verloren. Ja. Wobei er jetzt eben ging's. Ein bisschen langsam aus dem Sägewerk rausgekommen wegen dem Überschwenker von dem Auto. Warum fährst du auf dem Sägewerk rein? Willst du Holz holen? Ich fahr mal außen vorbei. Bleib auf der Straße. Oh mein Gott, komm doch da rum, Alter. Die vierte Runde war langsam. Ja. Vierte Runde war scheiße. Boah, also das hier immer zusammenbringt. Boah, trotzdem schneller als meine schnellste. Die dritte war Runde, die war cool. Hat irgendwer versucht, einen Polizeiwagen aufzubrechen oder was ist das für ein Alarm da? Glückwunsch, du bist Zweiter. Ja. Ja, 230. Aber das Getriebe geht doch nur bis 220 oder so. Naja, da bei einem großen Jump, da kann man halt schneller werden. Ja, da bin ich jedes Mal langsamer gewesen bei der Landung.
Also ich habe von Beginn an des Rennens so mal die groben Sekundenabstände zwischen dir und mir, Demon, geschätzt und momentan bist du meiner Rechnung nach 0,5 Sekunden vor mir. Okay. 3, 2, 1, Mercedes. AMG. Das ist ein Auto, wo man das richtig merkt, dass am Bahnhof. Oh, 6 Runden. 6 Runden? Sind ja noch mehr als 4. Ob man auch 7 Runden fahren kann? Wir fahren doch mal gleich Park. Die Island. Park City. Park, ja, genau. Park City Island oder was? Coastal Palmlands. Bei dem Auto kann man das richtig schön am Stoßstangtacho sehen. Die Redline höher ist als das Originalauto. Weil, auch wenn der schon auf 6000 Umdrehungen ist, geht da noch eine ganze Ecke mehr, bis du erst schalten musst. wobei ich bin mir nicht sicher, ob die Texturen original getreu sind. Naja, von der Stoßstandkamera schon. Meinst du, das ist auch dasselbe, was in der KI hier drin steht? Worauf willst du das gerade hinaus? Ich verstehe das nicht. In der KI gibt es ja Maximum once per minute und so. Also die kleinen RPM. Was ja, die sind halt durch in dem Satz von der neuen Auto. Ah, okay. Deswegen ist sie auch so tiefe Gänge und so hohe Geschwindigkeit, hatte ich ja schon erklärt. Boah, was hat das? Das war dumm von mir! Das wird so umgesetzt. Da warst du ja mal schnell. Auto! Oh Gott, scheiße! Die Aufwendung war damals das Ding. Vierter Gang hier, Standard, ne? Ja, yep. Einfach alles Vierter, Gutes. Ach du Scheiße, wer geht dann noch höher im Feind? Ach, du bleibst okay. Nur im Vierten. Ja.
Ich hab Fehler erkannt. Oh nein, habe ich jetzt verraten? Oh, ich bin so ein Trottel. Nee, ich hab's gerade in dem Moment auch gemerkt, weil ich hab... Ja, natürlich, gerade in dem Moment, wo ich es gesagt habe. Klar, hast du es da gemerkt. Nee, weil ich hab jetzt den vierten nämlich... Ich hab den vierten nämlich jetzt mal länger gefahren und ich dachte, er war 215 endlich, aber nee, immer noch, ja, sogar noch länger. Bald geht das einfach mal. Das werden wir auf dieser Strecke nicht erfahren. Ja, aber dann habe ich natürlich meinen Fehler erkannt, ja, gut, dann hätte ich immer noch bei dir sein können, scheiße. Dann lag es echt an. Dann lag es echt am fünften Gang, den ich. Ich habe auch so irre fliegt, weil halt wirklich der Drehzahlmesser für EAs Fahrzeug-Setup zu früh endet. Vielleicht reicht ja auch der dritte, probier am besten mal. Ne, das auf keinen Fall, der endet bei 180 ungefähr. Warum probierst du das denn nicht? Ja, ich fahr grad ganz entspannt im vierten, ich habe jetzt keine Lust zu schalten. Ich habe meine Schaltung schon abgebaut. Was, welche Schaltung? Einem AMG. Ich habe wieder den Fehler gebaut. Ach, Mann. Was? Aber es ist halt echt durchweg vierter Gang, ja. Ja, ich habe doch hier komplettes Sim-Setup. Ich habe doch analoge Schaltlippen. Lustig ist, dieses Auto oder generell ältere AMGs findest du ausnahmslos nur mit Automatikgetriebe. Es gibt keine AMGs aus dem Zeitraum mit Schaltgetriebe. Okay. Ausnahmslos. Ah, da musst du halt nur in die Elektronik der Automatik eingreifen, dass sie im vierten einfach stuck ist und gut ist. Wenn du in einem echten Mercedes die Gang übersetzt und auch so, oder? Und auf dieser Strecke fährst. Boah, was sagt ihr? Im Wald. Einen einzigen Fehler gemacht, ey. Vielleicht war das genau der Fehler. Er schafft ja 230 im Vierter, aber wo endet denn der? Also wenn du irgendwann vom Gas gegangen oder den vierten Gang verlassen hast, dann war das schon ein Fehler. Der Automatik schaltet bei 203 im fünften rein. Uff. Ja, der ist echt langsam der Gang. Das habe ich gegen Kirsche gemerkt. So. Holy shit. Ja, leider ist Kirsche jetzt weg. Abstand hätte ich mir natürlich dünner halten können. Naja, was soll's. Dann ist es halt so. Vielleicht fällt ihm mit der vierte Gang aus, Getriebeproblem oder so. Nö, kein Problem. Also beim Getriebeschaden in Nice ist ja dann auch der Gang einfach stuck. So hat kein Problem. Das ist doch cool, ist jetzt alles im vierten Fahr. War einfach zu schwer, dich zu besiegen. Dies ist die letzte Runde.
Okay. Baust du nebenbei das Haus um? Nee, nee. Das Stuhl muss einiges mitmachen. Okay. Anscheinend. Ja, kauft euch nie einen neuen Stuhl, der geht noch zwei Jahre. Höchstens, spätestens kaputt. Irgendwann muss ich mir einen neuen kaufen. Bei meinem ist irgendwie die Arretierung der Rückenlehne kaputt. Also die schwingt immer nach hinten. Ich kann die nicht mehr festmachen. Nicht wirklich schlimm, aber irgendwie auch nervig. Wenn ich da hinten lehne, wups! Nee, es ist, der ist quasi immer nach hinten gelehnt. Der ist auch jetzt nach hinten gelehnt. Was nicht optimal ist. Macht das eigentlich nicht so. Das ist, bei meinem passiert das auch gerade. Der wird dann immer so lasch, also der hat dann so einen Spielraum, die Lehne, und dann... Oh Mann, da hätte ich gut abfliegen können, ey. Da kommst du jetzt auch gut, ne? Oh, komm schon. Ja, aber kippt wieder links, wenn ich da rüber springe. Aber trotzdem bist du da nochmal gut näher gekommen. Hätte ein Rundenrekord werden können, hätte diesen Bullshit nicht gemacht. Ärgerlich. New. Wer hat denn jetzt von euch gewonnen? Mich. Ich. Ja. Du hast das Rennen gewonnen. Warum bist du nur 1,48 gefahren? Ja. Wolltest du Sightseeing-Landschaft genießen und so? Ja, die 3 Sekunden. Muss, sind präzise 3 Sekunden, ne? Nachkommastelle ist genau gleich. Muss man sich mal gönnen. Das ist eigentlich 3 Sekunden. Stimmt nicht. Wir hatten noch National Forest erst. Ja, aber jetzt ist an... Nee, selbe Auto. Das wäre jetzt Prince Trail mit dem M5 gewesen. Ach, ich hab's nicht im Vordergrund. Oh, Sekunde. Bei den CL55 sind wir doch gerade eben gefahren, erst. Ja. The fuck? Ja, Alpine wäre dran. Voting is enabled. Ja, naja, gut. Was vote ich denn mal? Weiß gar nicht, wie man voten kann. /? Liste die Kommandos auf. Und wahrscheinlich ist es dann /vote-track oder sowas. Das Alpine Trail BMW M5 ist jetzt dran, ne? Ja. Ja. Auch schon mal 7 Runden. Ab jetzt dauert. 2 und dann wieder 7. 7, 2, 7. Okay, die 2 geht schnell. Aber vor allem ist egal. Nee, Alpine geht ja schnell. So, Start. Sieht der Gute aus. So, 3, 2, 1, BMW.
Großes Elise. Jetzt macht ihr sichtbar gerade. Ei! Da überholen sie mich alle. Hat auch ordentlich gescheppert bei dir. Ach wirklich? Jo. Danke, dass du mir das sagst. Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, glaub mal. Kein Problem, ich helfe dir. Könnte man beim Starten so darüber diese EA-Tipps, da könnten wir ja so ein paar Demon-Tipps hinzufügen. Ja, wenn es bei dir laut scheppert, dann fällst du zurück. Wenn du Sichtprobleme hast, fahr doch als Erster. Ja, genau. Ja, if you want to win, avoid losing. Oh Mann. Das ist so ein. Wenn du. Hast denn du da schon Schwung drauf gehabt auf einmal? What the fuck? Umgekehrt, wieso bist du davor wieder so nah rangekommen? Boah, ey, die Kurve hier. Die kurvt ganz geil. Richtig in die Eisen, du. Nein, 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 ach, was soll denn? Was war denn? Ja, ich dachte, ich nehme die Wand und drehe mich dann einfach mal weg. Ah, das so. Das heißt, ich komme an dich dran? Nein. Lieber wegdrehen, damit du wegkommst. Gib mir zum Glück das Spaß. Dein Schicksal. Meins aber ganz ähnlich. Du hast dich nicht weggedreht, das ist einmal ruhig. Das war ähnlich, aber ich hab mich nicht weggedreht. Ich wollte nur Mitleid zeigen. Mein Gott, wir haben ja ein Battle hier gerade. Ja, lass das mal.
Meine Güte, dann macht er auch keine Fehler, ey. Das musst du gerade sagen. Halt mal mehr Abstand. Ein bisschen habe ich das ja leider getan. Aber nicht genug. Da gemacht. Eine neue Linie probiert. Ja, nee, ich dachte, ich ziehe irgendwo rüber, damit ich irgendwo schön hängen bleibe. War toll. Kann ich nur weiterempfehlen. Schade, dass die HP2-Strecken nicht in Google Maps sind. Das könnte man Bewertungen für einzelne Passagen hinterlassen. Ich hab das ja schon mal probiert, aber bei mir hat es nicht geklappt. Ja, Rallye-Strecken gibt es, aber jetzt auch jemand alle in Google Maps eingezeichnet. Okay, krass. Ja, guck mal Infos in einem klaren Discord. Habe ich das sogar gepostet. Wenn du dazu lässt, dann okay. Sind also tatsächlich echte Strecken. Ja, das hier sind bestimmt auch alles echte Strecken. Wir haben sie nur noch nicht gefunden. Die hat EA irgendwo bauen lassen. Mit den ganzen Felsen und allem. Um zu gucken, ob das so passt, damit sie dann ins Spiel mit einfügen können. Bei der Entwicklung sind mehrere Testfahrer gestorben. Bei den Sprüngen. Bei den Übungen ist kein Ziel zu Schaden gekommen. Von Menschen haben wir nicht geredet. Genau. Ich krieg sie einfach nicht. Es ist echt zum Verzweifeln. Oh, schöne Rolle habe ich geschafft. Oh Gott, ich krieg dich einfach nicht. Es ist zum Verzweifeln. Ihr seid schon durch. Ja, irgendein Irre ist hinter mir hergehetzt. Oh, alles gegeben, ey, ich krieg dich einfach nicht. Gib lieber gleich auf. Entspann dich. Iss noch ein paar Gummibärchen, Lachdingsies, wie auch immer die hießen. Ja, solange du doch Lachgummis hast, denn... Dass dir schon durch seid, ey. Ich muss ja noch fahren. Ja, aber höchstens eine Runde. Die Runde ist kurz. Alter, haben wir jetzt nicht schon anderthalb Stunden? Der Sieg gehört. Wir haben halb angefangen, oder? Oder war das so deutlich nach halb? Nee, das war so ziemlich halb. Dann hätten wir jetzt schon anderthalb Stunden. Mit dem 2-Runden-Rennen gleich haben wir bestimmt anderthalb Stunden. Aber nein, nochmal 7 Runden Palm City hinten dran, noch eine halbe Stunde. Dann war Stevie schon langsamer als der Regenerator dachte. Ey! Oder die Streckenauswahl hat häufiger gehakt als weißt du, deswegen will ich jetzt einfach aus, ohne dass den Countdown noch so. Weil du mich geärgert hast. Zwei Runden.
Machen wir nochmal die gleiche Richtung, so, ne? Ja. Dann auch mal noch ein bisschen mehr Speed mit dem Porsche. Ja, und danach heißt es schön mit BMW Z8 auf einer langen Rundkursstrecke fahren. 7 Runden. Stunden. Bedenkt, dass ich zwar bei mir rausgekartet, wie ich jetzt habe ich schon gedacht habe, dass ich auch kurze Zeit eine kurze Wartezeit hatte, ne? Weil ich mal ganz kurz wohin musste. Ja, das war jetzt nicht so. War keine halbe Stunde. Nö, das habe ich. Wenn ich dann gedacht habe, ist das bei mir auch rausgekattet. Ach, ich spiele den Spaß mit der Hupe und fahre erstmal gegen die Wand. Immer und mich, lass die Hupe weg. Okay, wie viel besser der Rundpunkt als der BMW, ne? Lass doch mal gesagt. Ich weiß nicht, irgendwie ähnlich. Aber der. Ja, der BMW kam ja auch ganz okay hier rum. Der hat bei mir gar nicht gesagt, das ist dann die letzte Runde. Stimmt. Die letzte Runde. Ah, danke, Piet. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich schon meine letzte Runde habe. Fahr, als wäre es die letzte Runde. Okay, mach ich. Also, so wie die anderen Runden. Porsche 911 Turbo gewinnt. Was hast du? Ja. Das war Egon Högen. Nein, das war Piet. Nein, das macht immer Egon Högen in Need for Speed 2. Nein, das macht er nicht, er ist tot. Das ist leider. Das war gemein. Nee, der wirkt dich nicht mehr. Ja, aber trotzdem, wenn du in Need for Speed 2 gewinnst. Der immer das Auto nennen, mit dem du ihn gewonnen hast. Ja, wahrscheinlich konnten sie nicht alle möglichen Fahrernamen vorher einsprechen. Wäre natürlich Egon, auch cool. Ne, du kriegst hier mal so einen Katalog, ne, wo du mal alles mal vorlesen. Und so Need automatisch generieren gab es, glaube ich, noch nicht. Auch Need for Speed verschiebt sich um mehrere Jahre. Ja gut, aber wenn du es einmal hast, dann kannst du für die nächsten Bänder ja auch nehmen. Teile, meine ich. Gleich sollte man ihm nur die Alphabete geben, aber das ist dann toll, wenn du sagst, bitte in alle eine Tonlage. Immer diese paar Zehntel, die mir auf Kirsche fehlen, ey. Was denn? Das war eine halbe Sekunde, war das. Paar Zehntel. 5 Stück waren das. Hart erkämpfte 5 Zehntel. So, und jetzt wird's lange dauern. Ach so, pro Runde, ja, okay. Jetzt wird's lange dauern. Dann fange ich mal an. Das macht, glaube ich, genau gar keinen Unterschied. Wenn ich die Fahrzeugauswahl jetzt um 2 Minuten verzögere, das ist auch nicht langsamer als vorher. Also ich kann noch mal ein bisschen warten hier, ja? Und irgendwann, wenn keiner damit rechnet, dann starte ich einfach und fahre euch weg. Will nicht einer vom Lenkrad weggehen oder so? Ja, warte. Hier ist mein Lenkrad, aber du weißt, dass ich nicht mit Lenkrad fahre. Ach so, verdammt. Oh, ich habe sogar vor, Piet. Ah, nee, doch nicht. Hä? Last Race. Nein. Krass. Aber jetzt will ich, dass es die letzte Runde ist, ja? Nein. Ich meine, du willst es vielleicht, aber es ist nicht. Ich weiß. Da war die Wand. Ja gut, ist doch egal. Alle sind reingekommen, das ist das Wichtigste. Ja, der lenkt sich so ein bisschen gemein. Ein bisschen untersteuerlich. Auch den finde ich tatsächlich ganz in Ordnung. Ich habe ja auch gesagt, ein bisschen. Ich dachte, ich fahre mal ein bisschen zickzack, damit Kirsche mich überholt, wie es aussah. Unterscheid ist ja gefährlich bei dem, ich verliere vielleicht 20 km/h. Ja, wir fahren am besten auch konstant im vierten und gut ist. Ja, sag das doch mit der Automatik. Ja, die verliert wahrscheinlich weniger. Oh, hier konstant im vierten.
Ja, nee. Ich sag nicht, dass es schnell ist, ich sag nur, dass Steven das machen soll. Ach so. Das hat er nicht so ganz kapiert, Ganes. Nee. Vielleicht aber auch nur wegen meiner Aussage. Ach, hier wechselt man. War es jetzt Folter oder Selbstmord? Das war die Selbstmord. Okay. Die Folter weiß ich aber auch nie bei ihm. Ja, Alter. Ich weiß nicht, wo bei ihm diese Folterabkürzung ist. Ja, das ist dann bei den Hölzern, bei den im Wald. Ja, der Wald, genau. Wo du vorhin meinst, dass du der Einzige bist, der sie nicht fährt, obwohl Demon sie auch nicht gefahren war. Was ist die? Ja, ich hab original Folter. Schon wieder vergessen. Ist jetzt hier Folter oder Selbstmord, verdammte Axt? Selbstmord ist... Hier ist immer noch Selbstmord. Hier ist Selbstmord. Wie kann ich mir das merken? Und wieso kann ich mir das nicht merken? Ach, ich fuck einfach jedes Mal. Ist am einfachsten. Ja, Selbstmord ist schlimmer als... gut, kann man so oder so sehen, ne? kann man so oder so sehen, sagt er. Ja, ich meine, ja gut, bei Selbstmord, da bist du... Ja gut, kommt drauf an, wie du Selbstmord... Also wenn du mal ordentlich gefoltert wirst, dann wünschst du dir vielleicht einen Selbstmord. Ja, es kommt natürlich drauf an, wie du den Selbstmord gestaltest. Der kann natürlich auch ähnlich schmerzvoll... Alter, in was für eine Schiene entwickelt sich das Thema hier gerade? Moment! Ich weiß nicht, was YouTube davon hält. Ach, die hören nicht zu. Apropos hier, weil wir ja vorhin festgestellt haben, dass die Strecken hier alle auf realen Orten basieren. Ja, festgestellt. Welcher Vollidiot wohnt eigentlich in so einer Holzhütte, wo jedes Mal so ein paar Vollidioten mit ihren Rennautos die weiter wegfahren. Ja, vielleicht wissen die, Moment, jetzt sind so wir Rennen. Mal zu viel Folter. Klappen wir das mal eben gerade hoch. Das könnte ja auch ein Geräteschuppen sein oder sowas. Ach, nee. Deswegen gibt's ja keinen Nachtmodus, damit die nachts schlafen können. Das wird's sein. Das erklärt so einiges. Jetzt wissen wir, warum EA das nicht wollte. Ja, das wäre, glaube ich, politisch nicht so ganz korrekt. Wenn man da nachts dich diese Dörfer brettert hier. Oh, naja, bei Dennis und mir ist es ja so irgendwie, ne? Bei Dämmerung halt, würde ich sagen. Oh. Das ist echt immer dieses kleine bisschen, was Kirche besser ist, wodurch ich aber immer weiter abstunden und... Ja, in Wirklichkeit könnte ich locker 5 Sekunden pro Runde schneller fahren. Ich mach's absichtlich nicht, damit es immer so ein kleines bisschen durch, das ist deprimierender. Der ist doch so schon deprimiert. Och ja, ich musste ja die Palme berühren. War das jetzt wieder der Stuhl, der leiden musste? Das ist bei Pete. Ja. Das ist aber nie.
Irgendwie ist Palm City meditativ. Ja, schlaf doch ruhig ein. Nö, meditieren ist nicht schlafen. Ja. Irgendwann bist du so ruhig, dass du... Irgendwann bin ich so ruhig, dass ich mit geschlossenen Augen fahren kann. Bin immer noch besser als Dennis wärst, meinst du? Ja, das vielleicht nicht. Obwohl, wenn du es schaffst, überhaupt rumzukommen, dann wahrscheinlich auch schnell, ja? Irgendwie bin ich mit den Gängen noch nicht so richtig im Reinen, was ich wann wie wo machen will. Aber hab ja noch ein paar Runden. Ja, gut. Palme, Wand oder Stein? Nee, die Abkürzung anstatt den Intel hat er mich nach draußen geglitscht und dann habe ich mich damit weggedreht. Ja, das Glitschen kann irgendwie nervig sein. Weil ich halt so blöd getroffen habe, dass er mich halt nicht den Innenteil der Abkürzung oder den äußeren genommen hat. Und dadurch bin ich weggedreht. Hat eben nochmal Dennis Lieblings Selbstmord abgesetzt halt, ne?
Wahrscheinlich heißt sie genau deswegen so. Kann natürlich sein. Obwohl, naja, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man sterben kann. Könnte das nicht eigentlich mal langsam mal enden? Hälfte haben wir. Oh Gott. Was denn? Fährst doch noch. Ich habe bis jetzt noch keinen Fehler gemacht, unglaublich. Ja, die gute oder schlechte Nachricht ist, ich fange jetzt an, die Selbstwertabkürzung risikoreicher zu fahren. Entweder es hilft mir oder es hilft dir, wir werden sehen. Na, da traue ich mich nicht so viel. Wird auch mein Verhängnis sein, aber naja. Ja, deswegen, ich dachte mir, jetzt ist der Abstand eigentlich ganz gut, jetzt kann man es mal riskieren und wenn es crasht, dann ist es vielleicht noch okay. Und wenn es nicht crasht, dann lohnt es sich. Sekunde schneller die Runde. Ja, mein erster Versuch mit Risiko zu fahren hat noch irgendwie gar nichts, also keine neuere Bestzeit gebracht. Oh, Invisible Wall. Oh, das ist bitter. Ich weiß, dass sie da ist, aber. Ja, du kannst sie ja schlecht ausweichen. Das ist gemein. Noch bin ich vorne, aber jetzt ist schon wieder so eine Sache. Will ich jetzt immer noch Risiko machen bei der Abkürzung?
Weil wenn es jetzt crasht, kann ich mir... dass du einen Stillstand auf 0 km/h mitnimmst, dass du immer noch vorne bist, Alter. Ich kann mir vorstellen, wie bitter das im Grunde ist. Hast du das jetzt bekommen? Ach, das war ob so. Oder wie? Ja, wo? Bei dem Karussell, sag ich jetzt mal, also wo es im Kreis rumgeht. Ja, ja. Ja. Wo die Tische dann innen sind. Du hast eine Invisible Wall. Ja, und diese... Also bei der Einfahrt davon, genau bei dem Übergang in dieses Karussell rein, kannst du einfach stehen bleiben. Ja, ja, das kann tatsächlich passieren. Das ist zu lesen. Berühmte Stelle. Halt Alter, verkacke ich es gerade in der 6. Runde komplett hier? Echt? 6. Runde schon? Ich habe mich jetzt zweimal resetten müssen in kurzer Zeit. Ich habe mich auch für ein Reset entschieden. Also nachdem ich mit der Invisible Wall eh stand, dachte ich mir, okay, schaltest du jetzt 5 Gänge runter oder machst du einfach ein Reset? Und dann habe ich halt ein Reset gemacht. Mit einem Tastendruck auf einmal vom 5.1. Ja. Das lohnt sich. Genau, das dachte ich mir dann auch. Ja. wie fahre ich jetzt irgendeine Grütze hier? Das hört sich gut an. Das lohnt sich auch. Das ist deine letzte Runde. Da muss noch mal eine Verbesserung rein, hoffentlich. Jo, noch eine Sekunde mehr. Jetzt. Okay. Ja, jetzt, gut, dass du das nicht von Anfang an gemacht hast. Ja. Jetzt habe ich es rausgefunden, wie es geht. In den letzten beiden Runden. Super. Bisschen spät, würde ich sagen. Wir können uns aber zumindest als gutes Training ansehen. Ich hätte deine unsichtbare Wand definitiv nochmal gebraucht. Ich wollte gerade fragen, könnt ihr nicht nochmal durch so eine Invisible Wall fahren? Ja. Ja, durchgefahren bin ich, nur halt eben ohne stehen zu bleiben. Ja. Ja, das ist ja blöd. Ja, dann ist schon das volle Paket drin. Jo. Sehr schön. Finde ich aber auch. Nur einmal, da konntest du es ja gar nicht richtig genießen. Also eigentlich ist das nicht so richtig zum Genießen. Nicht? Kann ich gar nicht verstehen. Irgendwie habe ich die Abkürzung leider nicht schön getroffen. Zwar Vollgas und zu bremsen, aber nicht gut getroffen. Ganz kleiner Schaltfehler leider. Ich schwimme aber trotzdem nervig. Oh, das ist
Rennen hat es Bock gemacht, muss ich sagen. War in der Tat meditierend. Doch, keine Bestzeit. Ich dachte echt, dass diese Abkürzung was bringen würde, aber naja. Was? Das war nochmal besser? Ach du Scheiße. dabei war der eine Abschnitt nicht gut. Ah, aber das geht auch nochmal besser und nochmal besser. Ja, das auch für mich in dem Fall. Weil der eine Abschnitt war nicht gut und irgendwie war das trotzdem besser geworden. Ich hätte noch ein paar mehr Runden gebraucht. Ja, aber geht nur noch einer, danach ist Ende mit ASIC. Ja, leider. Ja, das Rennen hat erstaunlich Spaß gemacht. Warum, weil es so lang war? Weil es meditativ ist. Nee, das war mit dieser Autokombination. Das war cool mit dem Schalten. Ja, stimmt, das Auto war eigentlich in Ordnung. Es war nicht so die letzte Grütze. Ließ sich gut fahren. Ließ sich gut fahren, die Schaltpunkte gefielen mir. War cool. Oh, ich will echt wissen, was ich in der letzten Runde hatte. Wieso bin ich da nicht schneller gewesen? Und dann der Druck von dir, Kirsche und so. War cool. Und natürlich das BMW M5-Rennen, das war natürlich auch geil. So Kopf an Kopf. Das war ein bisschen knapp, ja. Der Sieger! Alter, 3,20, oh. Okay, letzte Runde war nur 700 langsamer, also quasi genauso schnell, aber echt nicht schneller. Und die 3,20 kommt, wo ich die Abkürzung noch konservativ mit Bremse und so gefahren bin. 3,20, Alter. Nice. Da fehlt mir aber noch viel. Okay, wir sind durch. Heftig. Alter, da fehlt mir noch einiges. Also 3,21 hat bei denen noch gerecht, aber 3,20? Oh Gott. Wo ist denn das noch raus, Alter? Also wenn man die Runde mit dem Invisible Wall, die deutlich langsamer war, und die Startrinde rauslässt, war meine langsamste eine 22,2. Nee, 22,3. Wie sieht eine Karre aus? Sicherheitshalber. Wer hat, der hat. Ja, genau. Ich hatte doch auf dem Taschenrechner getrackt, wer wie viel Sekunden vorne ist. Das Rennen war leider so lange, dass der Taschenrechner ausgegangen ist. Oh. Er ist in sein Standby gegangen, ey. Ich glaube, auf eine 20er-Zeit komme ich nicht. Das ist respektabel, Kirsche. Holy shit. Wow. Respektable Zeit. Ich noch mal gucken, was ich in der Runde anders gemacht habe. Ich dachte echt, dass die Abkürzung... Na egal, hätte schneller sein müssen, gedacht, gedenkt, aber musst irgendwas anderes. Musst du ja wirklich die Abkürzung tatsächlich schneller fahren. Ja, aber die war in der Runde halt eben noch mit Bremse und konservativ. Und seitdem ich da auf Risiko gefahren bin, gut, kam nichts mehr. Vielleicht war das konservativ aber immer noch schneller entweder als mein Dings. Ja, aber warum war das Risiko nicht schneller? Entweder es bringt nichts oder ich habe dann woanders was schlechter gemacht oder in der Runde hat man das gut gemacht. Oh, ein A sagt alles grün aus als Erster.